Als wichtige Vorkämpferin für Frauenrechte erwähnt sie auch Nawal el-Saadawi, eine ägyptische Schriftstellerin und Aktivistin, die vergangenen Sonntag verstorben ist. Jetzt am Wort Henrike Brandstötter von den NEOS. Ich bin 2016 drei Monate durch Westafrika gereist. Einige Wochen habe ich als Volontärin in einer Buschklinik in Gambia gearbeitet. Und es war in den letzten Atemzügen, in den letzten Monaten des Diktators Jammeh, der die Menschenrechte mit den Füßen getreten hat, der allen Ernstes behauptet hat, er könne HIV mittels Handauflegen heilen, der Oppositionelle und Journalisten gnadenlos verfolgt hat. Und die Stimmung, das können Sie sich vorstellen, war etwas angespannt. Selten aber doch hatte Jammeh aber auch lichte Momente, wenn auch oft die Motive die falschen waren. Und er hat 2015 die Praxis der Genitalverstümmelung verboten. Er hat gesagt, das ist unislamisch und er hat es mit sofortiger Wirkung untersagt. Aber Tradition lebt einfach leider sehr lange über Gesetze auch noch hinaus. Ich habe dasselbe erleben müssen als Volontärin. Ein kleines Mädchen ist gegen den Willen ihrer Mutter genital beschnitten worden. Die Mutter hat als Krankenschwester gearbeitet, die Großmutter hat auf das fünfjährige Mädchen aufgepasst und hat es einfach gegen den Willen der Mutter, während diese gearbeitet hat, zur Beschneiderin gebracht, und übrig geblieben ist ein völlig traumatisiertes Mädchen, das kein Wort mehr gesprochen hat. Gambia ist aber auch hier. Bei weiblicher Genitalverstümmelung passiert leider auch in Österreich. Für tausende Frauen und Mädchen in Österreich geht auch Tradition vor. Aber, und das ist der Kern des gemeinsamen Antrags, des gemeinsamen Anliegens, valide Daten gibt es dazu leider nicht. Wir gehen von 6.000 bis 8.000 Betroffenen in Österreich aus. Nachdem es aber die Tradition der Beschneidung, wie wir heute auch schon gehört haben, schon über 5000 Jahre gibt und weil sie ein komplexes Konstrukt ist aus Tradition, aus Religion und aus Kultur, müssen wir alles unternehmen, damit die Opfer nicht selbst auch zu Täterinnen werden, dass sie nicht ihre Töchter beschneiden lassen, dass es nicht weitere 5000 Jahre dauert, bis Genitalverstümmelung der Vergangenheit angehört. Dafür brauchen wir Evidenz. Dafür brauchen wir Evidenz, und deshalb ist es gut, dass es nun eine regelmäßige, systematische Datenerfassung und Erforschung von weiblicher Genitalverstümmelung in Österreich und auf EU-Ebene geben wird. Vielen Dank. Tradition lebe leider lang über Gesetze hinaus, sagt Henrike Brandstötter, die Frauensprecherin im NEOS-Parlamentsclub.